Ja, herzlich willkommen zum dritten Vortrag im OSM-Blog. Jetzt haben wir ja gerade etwas erfahren über die Laufendhaltung von OSM-Daten. Das ist gar nicht so einfach. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten angelehnten Punkt, um die Qualitätssicherung generell in OpenStreetMap. Wir kennen ja Qualitätssicherungstools, Osmose zum Beispiel oder OSM-Inspektor. Aber die Frage ist, kann man da vielleicht auch noch was vielleicht besser machen? Und Jochen Toff erzählt uns von seinem neuen Ansatz für Osmoscope. Ja, eigentlich haben wir mit dem Vortrag vom Roland einen super Anfang, weil das, was er macht, ist ja auch ein Teil der Qualitätssicherung. Und auch der Roland hatte jetzt das Problem, er hat da Daten erzeugt, nämlich diese Listen irgendwie von POIs, wo die URLs veraltet sind und muss damit irgendwie umgehen. Aber was macht er jetzt mit dieser Liste? Wie kann man vielleicht die Community dazu bringen, dass sie diese Liste bearbeitet oder sowas? Diese Frage stellt sich immer wieder. Und Osmoscope bringt da vielleicht eine weitere Antwort, sage ich jetzt mal. Qualitätssicherung passiert in OSM eigentlich an zwei Stellen. Ich habe einerseits irgendwie im Editor irgendwelche Checks, wo der Editor schon mal sicherstellt, dass man bestimmte Qualitätskriterien vielleicht einhält. Ganz viel passiert das bei OSM aber nachträglich, dass wir irgendwelche Tools haben, die nachträglich auf die Daten schauen, möglicherweise auch immer wieder auf die Daten schauen, weil die sich über die Zeit, also weil sich die Wirklichkeit über die Zeit ja auch ändert, und irgendwelche nachträglichen Checks machen. Nachträgliche Checks heißt, ich erkenne irgendwie automatisiert Fehler, so wie Roland das gemacht hat. Ich gucke mir die Daten an, versuche irgendwelche Korrelationen zu finden, irgendwelche Muster zu finden in den Daten, die mir zeigen, dass da Fehler sind, entweder allein in OSM-Daten oder mit irgendwelchen verbunden mit irgendwelchen Daten, die man von außerhalb kriegt. Und dann muss man diese Fehler, die man da gefunden hat oder potenziellen Fehler, die man gefunden hat, muss man irgendwie veröffentlichen, muss man irgendwo an die Community bringen, damit andere Leute diese Daten bearbeiten können, wenn man nicht wie Roland so heldenhaft ist, dass man selber durch ganz Dresden laufen möchte und alle POIs selber nachschauen. Das kann man machen, indem man zum Beispiel im Wiki einfach eine Liste anlegt von lauter IDs von irgendwelchen Objekten, die bearbeitet werden müssen oder so. Oder man kann es zum Beispiel machen, indem man sie in MapRoulette hochlädt, so in MapRoulette so einen Task anlegt, wo Leute sich organisieren können und sagen können, okay, ich gehe hier Stück für Stück einen Fehler nach dem anderen durch und sag, korrigiere den jeweils oder sag dem MapRoulette, okay, ich habe ihn jetzt korrigiert oder nicht. Das ist so ein Ansatz. Es gibt aber eigentlich, ich glaube, der am weit verbreitetsten Ansatz ist der mit den kartenbasierten Werkzeugen. Und haben wir gerade in der Einleitung ja schon gehört, Tools wie Osmose, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen, oder Keepright oder auch der OSM-Inspektor. Das sind alles Tools, die letztlich fast das Gleiche machen. Wenn man die Webseiten anschaut, man hat immer irgendwie eine Liste von Layern auf der linken Seite, die man anklicken kann. Man hat in der Mitte irgendwie eine Karte, wo man sehen kann, was irgendwo in diesem Layer ist, plus irgendwelche Zusatzinformationen. Dazu gibt es viele, viele andere Tools, die diesen gleichen Ansatz haben, wo jemand mal schnell was gebastelt hat, irgendjemand sagt, ich habe die Karte aller Restaurants hier gemacht und habe dabei ein paar Fehler entdeckt und macht noch eine kleine Zusatzkarte oder einen Zusatzlayer in seiner Karte, der die Fehler der die Fehler anzeigt, die jemand entdeckt hat. Das heißt, es gibt lauter so Nischenthemen, wo Leute, die sich für spezielle Sachen in OSM interessieren, entweder thematische spezielle Sachen oder vielleicht für Daten in einer Stadt oder so, speziell diese Daten auswerten und solche Sachen anlegen. Wenn man auf die Wiki-Seite geht, die hier angegeben ist, Quality Assurance, da gibt es eine lange, lange Liste mit allen möglichen solchen Tools. Und das ist natürlich ein bisschen mühsam, sich da irgendwie durchzuklicken. Jedes Interface ist so ein bisschen anders. Die meisten Sachen sind halt eben auch nur mal schnell so gebaut, so im Nebenher. Und es ist manchmal etwas anstrengend, da irgendwo die Übersicht zu finden. Gut, also jeder macht sein eigenes Tool. Das kostet alle Leute Arbeit, die dieses irgendwie ein Tool bauen. Man muss alles irgendwie selber bauen. Und die User müssen jedes Mal ein neues Tool lernen. Und mit alles selber am Bauen meine ich auch, da ist ein ganzer Aufbau hinten dran. Ne? Also ich habe irgendwie die OSM-Daten. Aus den OSM-Daten finde ich irgendwelche Layer-Informationen, irgendwelche Fehler oder Zusatzinformationen. Eventuell habe ich noch externe Quellen. Das muss ich alles irgendwie
irgendwo auf einen Webserver packen, dann brauche ich eine Oberfläche dazu, dass der User das angezeigt bekommen kann, oder ich möchte es vielleicht sogar in den Yosem-Plugin reinladen oder sowas. Also da ist ein ganzer Aufbau, den man machen muss. Vielleicht habe ich noch eine Datenbank involviert, wo ich die Daten irgendwie reinlese, dann muss ich da die Datenbank wieder aufsetzen. Dann der Webserver, da muss ich HTML-Seiten machen, ich muss JavaScript schreiben, ich muss vielleicht ein OpenLayer oder ein Leaflet, vielleicht muss ich einen WMS-Server aufsetzen. Je nachdem, wie man das genau macht, es gibt Millionen Möglichkeiten, wie ich diesen ganzen Prozess machen kann, aber das muss ich alles irgendwie bauen. Und es gibt zu viele Leute, finde ich, die das alles schon gebaut haben. Ich habe jetzt gesagt, okay, es gibt eigentlich hier so zwei Teile in dem Ganzen. Das eine ist die Auswertung der Daten und erstmal die rauszufinden und zu entscheiden, okay, das ist ein Fehler hier, oder muss ja nicht unbedingt ein Fehler sein, ein verdächtiger Fall, eine Sache, die vielleicht mal kontrolliert werden muss, wo jemand mal hinlaufen muss oder die Mensch sich anschauen muss. Also diese Auswertung der Daten, und dann habe ich auf der anderen Seite eben die Darstellung der Daten und das User Interface, dass ein Mapper sich das anschauen kann und die Daten in seinen Editor laden oder wie auch immer. Und das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Ja, für das eine ist sehr speziell, diese Datenauswertung, weil da will ich jetzt jemand haben, der irgendwie zum Beispiel einen, jetzt gucke ich da draußen der Bahnhof, ne, ein Railway-Mapper, der sagt, hier, ich habe festgestellt, auf der Linie, da fehlt das Signal, da müsste eigentlich ein ganz anderes Signal stehen, das macht keinen Sinn, der Zug darf da gar nicht so schnell fahren, da müsste mal jemand gucken, ob da das richtige Signal gemappt ist. Der muss genau wissen, der muss was von Eisenbahn in OSM verstehen, um diese Daten überhaupt erzeugen zu können. Aber die Oberfläche selber, die Web-Oberfläche, die nachher diese ganzen Punkte anzeigt und so weiter, da brauche ich jemanden, der HTML und JavaScript kann und sowas, der muss nicht unbedingt was von Eisenbahnen verstehen. Das heißt, wir können das aufteilen sozusagen. Ja, wir haben also diese zwei Bereiche, einmal die Datenaufbereitung und das zweite ist das User-Interface. Datenaufbereitung sind also Fehler finden, die Geometrien, Attribute vorbereiten, rausziehen, alle Informationen, gegebenenfalls eine Datenbank befüllen oder Teils berechnen oder sowas. Und auf der anderen Seite das User Interface, ne, haben wir schon vorhin ein paar Beispiele gesehen. Wir wollen eine Hintergrundkarte haben, wir wollen irgendwie ein Layer drüber, wo man die Fehler oder die bearbeiteten Daten sieht. Und wir wollen einen Knopf haben, wo ich dann sagen kann, okay, dieses Objekt jetzt in meinen Yosem laden, dass ich editieren kann oder in ID laden, solche Sachen. Das ist alles, was eben die Tools wie der OSM Inspector und Osmose und so weiter ja schon bieten. So. Die Datenaufbereitung und User Interface, habe ich schon gesagt, sind auch ganz verschiedene Skills nötig. Ich brauche ganz andere Arten von Software, um damit arbeiten zu können und so weiter. So, ich habe jetzt gesagt, eigentlich interessiert mich der obere Teil, der erste Teil, das ist das, was mich persönlich interessiert, aber ich muss halt den zweiten Teil doch irgendwie immer haben. Und jetzt habe ich gesagt, na gut, dann schreibe ich jetzt einmal sozusagen den zweiten Teil. Und das ist das, was Osmoscope ist. Also Osmoscope ist die Darstellungsseite von diesem Problem, und ich überlasse euch allen, dies mit Daten zu füttern. Das ist die Idee, und das aber versuche das auf eine Art und Weise zu machen, dass es für euch möglichst einfach ist, Daten reinzufüttern, ohne dass ihr zum Beispiel jedes Mal zu mir kommen müsstet, dass ich das Osmoscope ändere. So sieht das Osmoscope aus. Wenn man es anguckt, sieht man schon so ein bisschen die Ähnlichkeit zum OSM-Inspector. Liegt einfach daran, dass ich den OSM-Inspector damals vor zehn Jahren, ich weiß nicht mehr, geschrieben habe, angefangen habe, schon lange nichts mehr damit zu tun habe, aber ja, letztlich, wie gesagt, diese Tools sind alle ganz ähnlich, man hat eine Liste von Layern, man hat eine Karte und so weiter. Wenn man jetzt halt ein Layer auswählt, dann kriegt man die Informationen, die in diesem Layer dargestellt. Ich kann einen Punkt anklicken, dann kriege ich die weiteren Informationen rechts dargestellt, kann da auch dann in die Editoren reinspringen zum Beispiel. In einem anderen Tab sehe ich die Layer-Informationen, also die Meta-Informationen zu dem Layer hinterlegt, also zum Beispiel, wie man die jetzt die Daten fixen soll oder solche Informationen, wann es zuletzt geupdatet wurde. Man kann auch Statistiken abrufen, wenn der Layer das unterstützt, also das ist sozusagen optional, wenn ich so ein Layer erzeuge, kann ich, wenn ich das regelmäßig mache, jeden Tag zum Beispiel, kann ich auch eine Statistik mitführen, und dann kann das Tool die auch noch anzeigen, sodass man ein bisschen sehen kann, okay, da werden die Sachen gefixt oder da arbeitet niemand dran oder sowas. Hier kann man in der Layer-Liste kann man auch noch suchen, da kann man also einen Suchbegriff eingeben, aber die Layer-Liste wird gefiltert.
So Zeug kann man machen. Ich habe halt mal das eingebaut, was mir so eingefallen ist, wie man, was man so brauchen könnte. Das heißt aber nicht, dass man da noch viel ändern könnte. Das Tool ist ja noch recht neu. Was jetzt besonders interessant ist, dass es diesen Config-Dialog gibt und hier kann ich jetzt neue Layer eintragen. Und das Interessante an dem Osmoscope ist jetzt, dass nicht mehr ich vorgebe, ich als derjenige, der das Osmoscope betreibt sozusagen und der die Webseite betreibt, von der ihr das Osmoscope bezieht, nicht mehr ich gebe vor, welche Layer da erscheinen, sondern jeder von euch kann da seinen Layer einfach reinladen. Ja, mit moderner Webtechnologie kann man sowas machen, dass man Daten aus mehreren Webseiten lädt oder von mehreren Webservern lädt und in einer URL darstellt, in einer Webseite darstellt. Das heißt, wenn jetzt jemand so ein Layer gebastelt hat, zum Beispiel der Sven da hinten hat eine Webseite mit Camping, wo es um Camping geht, wo er Campsites aus OSM rauszieht und da hat er auch so ein Layer erzeugt, dann kann ich die URL hier eintragen und dann erscheint das hier mit dem User Interface. Der Browser merkt sich das, dass man ein Layer dazugefügt hat, indem man den Local Storage im Browser benutzt. Und so ist jetzt also nicht mehr da so ein Bottleneck, wie ich das bei all den anderen Tools hat, bei Keepride oder bei Osmose oder bei OSM Inspector, da muss ich immer mit demjenigen, der die Webseite betreibt, reden, bevor ich da einen weiteren Layer reinladen kann. Und hier kann jeder einen Layer machen und den damit reinladen. Das heißt, ich kann beliebig viele Quellen haben, beliebig viele Leute, die dezentral jeder die Layer erzeugen, die für sie interessant sind. Und ich kann die dann alle in eine Oberfläche reinladen. Das heißt, ich setze mich einfach hin, erzeuge so ein Layer. Und dann schreibe ich auf der Mailingliste, hey Leute, ich habe da einen tollen neuen Railway-Check-Layer, macht doch da alle mal mit, die Sachen zu fixen. Oder Roland könnte eben seine Liste von veralteten URL-Poys da reinladen oder sowas. So, wie bekommt man die rein? Habe ich lange hin und her überlegt, wie man das machen kann und gesagt hat, okay, wir müssen das Einfachste machen, was irgendwie geht, was möglichst wenig Konfiguration erfordert. Was für mich eben auch sehr wichtig war, ist, dass wir auf einfachen irgendwie Dateien arbeiten und sowas und ich nicht euch sage, ja, ihr müsst erst die so und so Server-Software installieren und da braucht ihr dieses und da braucht ihr einen Amazon-Server, den ihr euch mieten müsst und dann müsst ihr diese Software installieren und diese Datenbank und das alles machen, sondern ich habe eine relativ einfache Struktur. Ihr müsst einmal eine JSON-Datei anlegen, in der ihr die Metadaten von diesem Layer beschreibt. Da steht da drin, wie der Layer heißt, wann er zuletzt geupdatet wurde, solche Informationen. Und dann braucht er die eigentlichen Geodaten, entweder als GeoJSON oder als Vektortiles. Und diese Beschreibung im JSON-Format, ne, die verlinkt dann wiederum darauf. Das sieht dann so aus. Also ich habe hier so mein Beispiel für so Metadaten. Ne, gibt es irgendwie ID, gibt einen Namen, Beschreibung. Und dann die URL, wo die eigentlichen Daten liegen, welcher Punkt oder welche Fläche oder welche Linie denn da erscheinen soll. Oder man kann sagen, ich will es eben als Vektordaten, dann hat man da die Vektorteil-URL statt der GeoJSON-URL. GeoJSON ist okay, das geht sehr, sehr schnell, so ein Ding zu erzeugen, kann jeder gut machen. Problem dabei ist, wenn die Daten zu viel werden, dann wird es zu langsam, also ein paar tausend Punkte oder sowas ist okay, aber irgendwann wird es, wenn es zu viele Daten werden, dann würde man sinnvollerweise auf Vektorteils umschwenken. Ist aber dann auch nicht so schwierig, aus einem großen GeoJSON-Datei wieder Vektordaten zu erzeugen. Man kann auch mehrere Layer zusammenfassen, das heißt, ich kann wiederum so eine JSON-Datei anlegen, wo ich sage, ich habe folgende 5 Layer bitte, die man als Einheit betrachten kann dann auch, weil es gibt ja doch viele Fälle, wo es mehrere zusammen sind. So, also wenn man Layer veröffentlichen will, muss man einmal diese Layer-Beschreibung erzeugen als JSON-Datei. Das ist dann aber eine fixe Datei, die sich nie mehr ändert, die man irgendwo auf dem Webserver irgendwo legen muss. Da muss man die Daten halt aufbereiten. Ja, das erzähle ich euch heute nicht, wie ihr das machen könnt. Gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber bei vielen Leuten ist es so, dass sie eh die Daten verarbeiten, um daraus irgendwas zu machen. Ja, jetzt vielleicht die Railway-Karte oder sowas und eh die Daten deswegen vorliegen haben in irgendeiner Form und dabei die Fehler merken und die eben dann zusätzlich einfach noch eine weitere GeoJSON-Datei ausgeben, dann häufig nicht so das Problem ist. Ich erzeuge die Vektorteils daraus mit Tippecanoe. Das ist ein ein Monsterprogramm, was viele tausend Optionen hat irgendwie. Aber ich habe im README mal so geschrieben, so eine einfache Sache, so wie ich das mache, damit kann man mal anfangen. Dem gibt man ein GeoJSON, lässt das laufen und hinten fällt ein Dateibaum raus,
mit einfach Vektor-Tiles, den man dann 1:1 von einem Apache oder jedem Webserver einfach rausgeben kann, ohne dass man eine aktive Komponente braucht. Also das ist ein sehr, sehr einfacher Ansatz, der sicher nicht für alle Fälle taugt. Wer möchte, kann auch gerne ein T-Rex oder irgend sowas installieren, Tegola oder sowas, um aus einer Datenbank raus zum Beispiel diese Vektor-Tiles zu erzeugen. Also das ist alles möglich. Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Course-Header, also dadurch, dass wir hier mehrere Webseiten haben und die eure Layer-Informationen von einer anderen Webseite kommen als die Webseite, von dem das Osmos, die Osmoscope-Anwendung kommt, ja, müsst ihr sagen, dass es okay ist, dass man das einbindet. Dafür gibt es diesen Course-Header. Und das Problem ist, wenn man das nicht richtig setzt, dann sagt der Browser, er lädt die Daten nicht und gibt aber auch keine Fehlermeldung. Das ist ein bisschen nervig, weil man das als Benutzer dann nicht sieht. Es funktioniert einfach nicht, man weiß nicht warum. Ähnliches Problem hat man mit HTTP und HTTPS, wenn die Osmoscope-Seite von HTTPS kommt und man bindet die Sachen von HTTP-URLs ein, dann sagt der Browser einfach, oh, Security will ich nicht, macht's nicht. Das ist so ein bisschen blöd, aber da kommt man einmal drüber hinweg und dann funktioniert es. Und wenn man Osmoscope benutzen will, dann muss man halt die Layer finden, die einen interessieren. Wenn man, so wie es im Moment ist, ist recht neu, ich habe da einfach mal drei Beispiel-Layer drin, mit denen die im Moment angezeigt werden, aber irgendwann hoffentlich ist es so, man findet irgendwelche Layer, vielleicht gibt es eine große Liste von Layern, die man irgendwo führt, vielleicht auch nicht, weiß ich noch nicht. Ja, vielleicht bauen wir euch eine Suche, wo du da dann eintippen kannst und sagst, na, ich will irgendwie Campsite-Sachen bearbeiten und dann gibt es einem alle Layer für Campsite. Das muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber letztlich kriegt man dann die URL von diesem Metadaten-JSON-File und die kann man da rein cut und pasten und dann kann man den Layer benutzen. Und wie gesagt, der Browser merkt sich das dann. Und so kann jeder sich das Tool so konfigurieren, wie man das selber haben möchte. Ganz ähnlich zum Beispiel im JOSM. Da kann man ja auch für die Hintergrund-Layer, da gibt es eine lange Liste von Hintergrund-Layern im JOSM in der Konfiguration. Man kann sich aussuchen, welche man im Menü haben möchte, zwischen denen man wechseln kann. Oder man kann auch einen weiteren Layer da mit rein zufügen, wenn man eine URL einfach irgendwo gefunden hat. Und von dem Ansatz funktioniert es. Technik vom Osmoscope ist eigentlich relativ simpler, es ist ein bisschen HTML und CSS. Klar, es ist JavaScript, ich benutze keinerlei Framework, es ist also reines JavaScript, so wie es direkt aus dem Browser kommt, was ich da verwende. Kann man sich darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. OpenLayers ist natürlich mit dabei, plus ein bisschen Plugins vom OpenLayers und ich benutze D3. Um diese Statistikkurve anzuzeigen. Aber sonst ist da nichts drin. Man kann das Ding ganz einfach selber installieren. Ich mache ein Git Clone, um das Ding aus dem Git zu holen. Ich starte einen Webserver. Das brauche ich halt, das hier jetzt mit Python gemacht. Diese Python-Zeile, dritte Zeile, startet einen ganz simplen Webserver, der und das kann man aber auch ohne Python machen, gibt verschiedene andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und dann tue ich das in meinen Browser laden und habe eine lokale Version von dem Ding laufen und kann dann auch Änderungen am Osmoscope vornehmen und so weiter. So, Status ist, alle wesentlichen Features sind da, finde ich jetzt mal, so die, dass man es benutzen kann erstmal, aber es gibt noch viele Fehler und Unzulänglichkeiten und viele Sachen, die noch nicht so ganz durchdacht sind. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Layer, um es überhaupt mal im Betrieb auch zu sehen und zu gucken, wie man damit arbeitet und ich brauche Feedback. Ich weiß, zum Styles zum Beispiel kann man noch nicht einstellen, es gibt nur einen Standard-Style, der alle Layer benutzen. Das soll sicher irgendwie konfigurierbar werden, muss man mal gucken, was ist mit mehreren Layern gleichzeitig, was ist vielleicht mit Sachen als erledigt markieren. Ja, sowas kann man sicher ausbauen und da brauche ich auch Hilfe, freue mich über Ideen, Leute, die es ausprobieren und einfach mal sagen, was sie für Probleme gefunden haben damit und Leute, die neue Layer bauen und gucken, wie das funktioniert. Kann auch immer, JavaScript ist jetzt nicht so meine große Stärke, also wenn da jemand bis mehr hat, wenn Lust, jemand hat Lust am Logo zu basteln, das habe ich selber gemalt und ich bin kein guter Maler und die Leute haben es angeguckt und war nicht klar, dass das ein Mikroskop sein soll. Also da wäre noch viel Arbeit, was man noch machen kann. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Jochen. Was haltet ihr von Jochens Idee zu Osmoscope? Ja, also ich finde das sehr interessant, auch weil ich einer von denen bin, die auf dieser Wiki-Seite Quality Assurance eins von diesen Dingern stehen haben, wo ich alles selber gemacht habe und die optisch ganz fürchterlich aussehen. Deswegen
Hätte ich sowas gerne, aber es funktioniert in dem Fall nicht. Du sagst zwar, es sind alle wesentlichen Features da, aber die Features, die ich für mein Problem unbedingt brauche, also ich mache Body-Tier schon fürs Straßennetz, da habe ich Scanner, die haben eine hohe False-Positive-Rate. Das heißt, man braucht dort unbedingt False-Positive-Markierungen, man braucht Wiedervorlagen. Wenn man jetzt eine Baustelle hat, dass man sagt, okay, das gucke ich mir in 3 Monaten nochmal an, oder wenn man eine Change-Set-Diskussion führt und braucht erst das Ergebnis. Das heißt, da ist viel mehr im Issue-Tracking-Prozess nötig, als das, was du bisher implementiert hast. Deswegen nochmal die Frage, bist du wirklich fertig? Ja, also das ist allgemein ein Problem. Andere Tools haben dieses Problem auch. Beim OSM-Inspektor zum Beispiel war das auch immer so, dass man nicht zurückmelden konnte, ist was erledigt oder nicht, und der sich das irgendwie merkt. Ich habe darüber natürlich auch schon nachgedacht, und es gibt sozusagen, also den ersten Schritt, den ich mir vorstellen kann, ist, dass man, wenn man jetzt eine größere Menge an Sachen bearbeitet, in seinem lokalen User-Interface, dass man sagen kann, okay, dieses Ding habe ich erledigt, ich will das nicht mehr sehen. Diese Information kann ich nämlich lokal im Browser speichern. Das löst dein Problem nicht, das löst das andere Problem, dass wenn man irgendwie 100 Punkte hat und man weiß nicht mehr, oh, was habe ich denn jetzt schon gemacht und was nicht. Das wäre der erste Schritt, das kann aber komplett im Browser passieren. Ich brauche keine Komponente auf dem Server. Für das, was du brauchst, muss ich zwingend eine Rückmeldung zum Server irgendwie machen. Und das ist natürlich dann nochmal ein extra Schritt. Da muss der Server irgendwas zur Verfügung stellen, irgendein Interface, der muss eine Datenbank zur Verfügung stellen. Also er muss eine Datenbank führen, muss ein Interface zur Verfügung stellen, wo ich ihm sagen kann, dieses ist ein False Positive. Dann muss er sich das irgendwie merken und muss damit irgendwie umgehen und sowas. Und da habe ich jetzt erstmal gesagt, okay, es gibt genug andere Probleme, die man erstmal lösen muss für dieses Tool. Das ist jetzt mal zweite Priorität. Aber im Prinzip wäre es durchaus denkbar, dass man in dieser Metadatenbeschreibung da, in diesem JSON-File, dass man da eine weitere URL vorsieht und sagt, okay, wenn du den Button anklickst, habe ich erledigt, oder wenn du anklickst, ist ein False Positive, dann wird ein Post-Request an diese URL geschickt, die dir damit angegeben ist, und dann ist es wieder dein Problem, wie du das trackst und wie du das merkst. Na? Also fände ich eine sinnvolle Lösung, weil dann können die Leute, die das nicht brauchen, die sagen, na, mein Tool hat eigentlich 99% Hitrate, also ich habe so wenig False Positives, dass es jetzt nicht notwendig ist, die zu tracken oder wie auch immer. Oder ich will mir die Arbeit vielleicht auch nicht machen, sowas zu bauen. Die können das ohne machen, und die Leute, die das unbedingt brauchen oder haben wollen, die können das mit implementieren. Was ich mir nicht so recht vorstellen kann, ist, wie es ein generisches Tool geben könnte, sozusagen, was für dieses Tracking für verschiedene Layer unterstützt, weil das doch sehr verschieden ist, auch wie die Layer diese Informationen eben selber verwalten und wissen, anhand welcher Kriterien, ne, kann ich das an die ID machen, oder, aber da kann man sicher drüber reden, wie man sowas ausbaut in die Richtung. Okay, wenn ich mal ganz kurz darf, ich glaube, das Einzige, was man wirklich generisch braucht, um das generisch abzubilden, ist ein Schlüssel für ein Issue. Das heißt, wenn ich einen eindeutigen Key habe, an dem ich ein Issue wiedererkenne, und das kann einfach die Geolocation sein, das kann die Knoten-ID sein, irgendwas, dann denke ich schon, kann man das generisch abbilden. Kann man vielleicht. Muss man drüber reden. Das Problem ist ja dann zum Beispiel, wann expiren solche Sachen. Ja, also du hast ja schon gesagt, eine Wiedervorlage oder was auch immer. Also wenn ich irgendwas habe, wo ich sage, okay, das ist ein False Positive, der ist gespeichert im Server, den siehst du dann nie wieder. Das ist halt auch nicht das Richtige. Vielleicht muss man den doch irgendwann nochmal wiedersehen, oder? Wenn ich aus Versehen auf den Button geklickt habe, dann ist das Ding als False Positive markiert und ich krieg's nie wieder. Also da kommt dann all diese Sachen dann ran. Okay, wie kann ich denn vielleicht die Sachen auch nochmal sehen und wieder vor? Ja, aber ja, ist ein Problem und soll irgendwann mal mit rein. Noch irgendwelche? Hat noch jemand eine Frage? Land. Wie kriege ich denn das Ding mit? Wie kriege ich den Osmoscope mit, dass sich ein Layer aktualisiert hat, oder werden die immer on the fly zusammengefügt? Osmoscope macht alles on the fly, läuft halt einfach im Browser, und wenn sich da was ändert, dann musst du halt im Zweifel im Browser einen Reload machen. Das ist genau das gleiche Problem, das du hast mit was weiß ich, einem Hintergrund, OSM-Hintergrund-Layer. Das kriegst du auch nicht erstmal so mit.
Ich denke, in der Praxis ist das nicht so das Problem. In dem Moment, wo du beim Arbeiten bist, ist unwahrscheinlich, dass sich ändert und irgendwann machst du den Browser zu oder machst eben den Tab zu und machst die Website zu und wenn das nächste Mal draufkommt, dann lädt er die Sachen auch neu. Das ist natürlich eine Sache, da muss man gegebenenfalls im Caching, also muss derjenige, der die Daten zur Verfügung stellt, muss halt das Caching so einstellen in seinem Webserver, dass es nicht irgendwie, dass der Browser nicht ewig cached die Daten, wenn er weiß, dass die halt nicht nur 24 Stunden gültig sind oder so. Ja, aber da ist sozusagen das normale Caching-Mechanismus vom Browser und von HTTP, müsste das eigentlich alles abdecken. Dann noch eine andere Frage, wie viel ist schon da an Layern? Also es gibt im Moment drei Testlayer von mir, es gibt einen Layer vom Sven und eine Handvoll Layer vom Holger. Ich habe auch noch ein paar andere Layer, die nirgendwo verlinkt oder eingebunden sind. Also im Moment gibt es noch nicht wesentlich viele Layer. Das ist ganz klar. Also ich brauche da eben Leute, die das umsetzen bei sich und mir A sagen, was für Schwierigkeiten sie damit haben und ob das für sie funktioniert. B müssen wir halt einfach gucken, wie sich dieses Konzept umsetzen lässt. Ne? Ist das dann was wirklich, was die User auch annehmen und so? Aber ja, ein paar Layer bräuchten wir. Ja, wir haben gemerkt, Qualitätssicherung in OSM ist und bleibt ein ganz, ganz großes Thema. Und Jochen, ja, vielen Dank, dass du uns versuchst, da ein neues Tool zur Verfügung zu stellen. Danke.